Hallo, Glatzer, schnellster Review der Welt. Boah. Pawn Sacrifice ist hier der Call. Das Bauernopfer. Spiel der Könige heißt es zu Deutsch. Tobey Maguire spielt Bobby Fischer. Das war ein Projekt, was ihm sehr am Herzen gelegen hat. Er hat es auch mitproduziert und so weiter. Ist selber auch ein Schachfan. Spielt eben Bobby Fischer, diesen berühmt-berüchtigten, legendären amerikanischen Schachspieler. Der war jüngster Großmeister, jüngster amerikanischer Meister und gespielt hat er so in den 60ern, 70ern und wollte unbedingt natürlich die damals schon übermächtigen sowjetischen Schachspieler herausfordern und besiegen. Der Weltmeister war damals auch ein Russe, Boris Spassky, gespielt von Lev Schreiber. Sehr gut, nicht nur wegen des Vornamens. Hat sich auch ein schönes Russisch dran geschafft für den Film. Und Bobby Fischer hat natürlich sehr viele Issues. Der hat so eigene Dämonen, mit denen er zu kämpfen hat. Der ist paranoid, der ist ein Antisemit, obwohl er selber jüdischstämmig ist und so weiter. Also kommt alles sehr gut rüber von Tobey Maguire, den ich persönlich auch gar nicht so sehr mag, aber das hat er wirklich top gemacht. Spinnen. Und man muss sagen, es kommt so eine sehr düstere, beklemmende Stimmung auch rüber durch diese Paranoia-Geschichte. Gut gemacht. Auf jeden Fall eine Empfehlung. 103 von 133. You're playing Dandy. Hör doch mal auf mit diesem... The whole apartment. Nimm mal Big Bang Theory, pack mal die Lacher raus und dann ist das Ding scheiße. Ist einfach so. Ja, weil du dich nicht identifizieren kannst. Nein, ich kann mich mit diesen Hertz nicht identifizieren. Ich hingegen bin so ein Fashion-Typ. Ich bin so ein Typ, der im St. Oberholz sitzt mit seinem MacBook Pro und da ein Projekt pitcht. Aber dieses Nerdige, wir machen einen auf Chemie-Professor oder Biologie. So, pass auf, ich geh jetzt einfach mal bei 35. Geh mal rein. Ja, ruf mal. Get you in 5. So, komm. Aufsetzen. Porn Sacrifice Bauernopfer. Heute mit Porn... du bist nicht schon drüber. Porn Sacrifice Bauernopfer Spiel. Das ist keine Emotion. Frage. So wie ich dir nicht reingefallen. Mann, du hast den Film nicht mal gesehen. Es ist mal weil du es nicht abkannst, wenn ich mal im Spotlight stehe. Nein, aber ich kann es nicht andere Leute im Spotlight stellen und daraus nichts machen. Dann gebe ich dir mal das Licht hier. Und dann gebe ich dir mal die Kamera und dann kannst du mal sagen. Und dann sagst du nur einen Scheiß. Verstehst du? Du sagst da irgendwelche Sachen von Boris Spassky und einem Bobby Fischer, der Schach spielt. Das ist das Thema. Das Thema ist Tobey Maguire und seine Performance als Schachspieler. Verstehst du? Aber darüber geht es ja nicht rein. In den letzten 20 Sekunden erzählst du irgendwie, dass er ganz gut war mit seiner Paranoia. Aber vorher erzählst du die ganze Geschichte, die jeder kennt. Verstehst du? Aber das kommt ja nicht vor bei dir, weil du nicht denkst. Verstehst du? Das merkst du, jetzt hast du nämlich mal gelacht und das ist freundlich für die Leute.